Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie eine der nur eine des Standes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir.
Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit Horizon Zero Dawn. Und ich habe ehrlich gesagt noch nicht viel darüber gesehen. Mit Absicht, weil ich die Absicht hatte, das irgendwann mal zu spielen. Gucken wir nochmal hier alles durch. Ob wir hier noch irgendwas ein- ausstellen können, Untertitel anzeigen, lasse ich erstmal drinne. Da können wir nichts einstellen. Fokuseffekt. Kopfschmuck. Ja, das ist doch drin, ist mir loyal. So, und schon geht's auf neues Spiel. Wir machen es uns mal einfach. Wir spielen mal lieber auf einfach. Aloy! 6 Jahre später. Aloy! Oh, du hast lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Schon. So, und hier nochmal ein herzliches Willkommen zu Horizon Zero Dawn. Einem kleinen, naja, kleinen würde ich jetzt nicht sagen, zu einem neuen Let's Play auf der PlayStation 4 natürlich. Und wir sind jetzt in einer kleinen... Oh, hier unten sind Ratten. In einer kleinen Höhle gefallen. Und jetzt werden wir uns hier mal umgucken, wo wir hier überhaupt sind. Ich noch nicht mal weiß, wo ich lang muss. Und das waren Fledermäuse. Ziemlich eng, aber ich passe durch. Wow. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Eine der alten Orte. Könnte gut möglich sein. Sieht zumindest schon mal sehr, sehr, sehr alt aus. Treppe. Also falls ich mit dem Joystick so ein bisschen zu schnell bin, es tut mir leid. Aber da bin ich immer ein bisschen empfindlich dran, ne? Ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Schön, dass hier die Ratten durchschwimmen. Schon ein bisschen... Oh, guck mal, hier Stühle.
Was ist denn hier ein für Müll? Man müsste hier irgendwie mal so ein Büro oder Behandlungsgedöns gewesen sein. Also zumindest sieht es dann aus, sagen wir es mal so. Sieht aber liebevoll ein. Liebevoll. Dann gehen wir mal weiter. Ah, hier ist eine Treppe, die leuchtet. Die leuchtet mir halt. Ich weiß ja nicht, ob ich hier schon was finden kann, aber ich gucke trotzdem mal grob durch. Vielleicht finden wir was. Schön, wenn man die Fledermäuse. Das ist fies, wenn der Controller einem abvibriert hier. Da vorne ist irgendwas. Ach, lügt nicht. Da vorne ist nichts. Warte mal. Das ist aber blöd, wenn die Nase juckt. So. Jetzt können wir wieder. Gucken wir mal. Was ist das? Ein Toter. Das ist eine Höhle, um kein Toter. Wo soll hier ein Toter sein? Ach, das ist ein Toter. Jetzt sehe ich's erst. Mein Gott. Komm runter da. Wir den Toten angucken. Da glänzt doch etwas. Schalte den Fokus durch, drücke R3 ein und aus. Ah, okay. Sehr interessant. Was auch immer mir das Gitter dabei sagen will, was werden wir vielleicht noch rausfinden. Jetzt leuchtet die natürlich alles. Bisschen cool. Bisschen cool. Stück voll drauf. Irgendwann werden wahrscheinlich unsere PCs auch so aussehen. Also. Irgendwann. Ob ich das noch erlebe. Denke ich mal schon. Die Technik entwickelt sich relativ schnell. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Wie geht die nur auf? Brandschutztür verstärkt, Verschlussintegrität erhalten. Mhm. Noch mehr Lichter. Verstärktes Platinkabel. Da ist was. Sonst sehe ich hier nichts. Muss ich hier hinten irgendwo drin sein, wo ich da hinkomme. Ob da ja was gesehen. Falls ihr euch jetzt denkt, der kennt doch schon alle. Nein, ich kenn's nicht. Ich hab mir nichts davon angeguckt. So, das ist ein Computer. Da standen wir gerade. Und hier. Elektromagnetisches Sicherheitsmechanismus mit holographischer Standard
UI, Interface nicht verfügbar. Schade aber auch. Ein Farbwechsel. Huch, wo bin ich jetzt hier? Hoppla. Ein Farbwechsel an der Tür. Geschafft. Da muss ich anscheinend lang, will ich aber noch nicht. Achso, hier komme ich gar nicht lang. Oder ich komme auf dem Rückweg dabei, okay. Ja. Werden es ja gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Und noch ein Gerät, wie das, was im großen Raum war. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber... Wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Das war gelogen. Nein, war es nicht. Natürlich nicht. Wäre schlimm, wenn doch. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Shana teilt Medikamente aus, das auf das Leben ein. Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas.